Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Fussels Supermarkt in Supermarket Simulator. So, wir machen heute was ganz Tolles, nämlich wir richten heute den Supermarkt komplett neu ein, bereiten uns auf die neuen Waren vor. Hallo, na? Ja, wir machen bald wieder auf und haben auch guten Warenbestand. Ich gebe viel Geld heute aus. Aber wir haben ja auch ganz viel Geld, das geht. Also gleich sind wir pleite. Also, was ist der Hintergrund? Wer da noch nicht gefolgt ist, der sieht ja, wir sind aktuell Supermarkt Level 65 und mit Level 56 konnten wir 3 Lizenzen kaufen. Ich habe das ein bisschen entzerrt, dass wir nicht an einem Tag alles neu machen. Und ich möchte halt jetzt die Produktlizenz hier einführen mit Parmesan, Käse, Streichrahm und Co., damit wir dann wieder 5 Level haben, bis dann Level 70 die nächsten 3 Produktlizenzen eingebaut werden. So, und ich habe mich mal hingesetzt, habe ich ja gesagt, ich bereite das vor und habe mal das Lager so weit, wie es ging, leer laufen lassen. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen was hier, aber das ist natürlich im Abverkauf, lohnt es sich nicht mehr, weil die Leute nur noch am Motzen sind. Wir machen im Grunde gar kein Geld mehr. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. So, deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir den ganzen Laden um. Und zwar wirklich um. Wir haben neue Truhen, denn es gab ja auch jüngst ein Update vor wenigen Tagen. Und wir können ja jetzt, muss ich mal eben gucken, wo ich euch das zeige. Also das hier ist ja schon ein bisschen länger, dass man verschiedene Böden einbauen kann, dass man die Wände färben kann. Es gibt aber eben auch neue Möbel, wie zum Beispiel diese Eckregale nach außen, Eckregal nach innen, ein viereckiges Regal. Das hier stelle ich mir zum Beispiel für Bücher cool vor oder so. Verschiedene Kühlschränke sind dazugekommen, so mini kleiner Kühlschrank und so weiter. Da kann man was raus machen. Es gibt jetzt auch größere Regale, 2, 4, 5 Böden fürs Lager. Lautsprechersysteme, Selbstbedienungskassen, hier so Kategoriezeichen. Also das wird schon interessant, ne? 5 Böden. Das heißt, wir haben ja noch die alten 4-bödigen, ne? So. Das heißt, das werden wir auch verändern. Und das, ja, ist so, weißt du, was wir als erstes machen? Personal rausschmeißen. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Die kommen ja auch wieder, Verwaltung, einstellen, hier feuern, you are fired. So, dann habe ich auch mal den Trump gemacht. Alle raus hier. Und das nächste, was wir machen, ist im Grunde alles zurückbauen. So, und ihr seid ja vielleicht dran gewöhnt, dass auf YouTube immer so eine Tagesfolge kommt. Ne? Das werde ich jetzt natürlich nicht mehr so ganz machen können, weil die jetzige Folge, dieses Zurückbauen und so weiter, die würde so groß, dass wir das einfach mal in verschiedene oder in mehrere Einheiten sozusagen zusammenpacken. Der erste ist erstmal Rückbau. Denn auch das ist ja für so jemanden wie mich schon kompliziert, ne? Das hier alles schön zurückzubauen. Ich weiß übrigens nicht, was ich davon alles gebrauchen kann. Wo ist denn die Tür? Hallo? Ich hoffe, es klaut keiner. Wäre ja blöd, wenn meine Kasse weg wäre, weißt du? So, endlich kriegen wir auch mal Platz hier in der Hütte. So, das heißt, die erste Folge wird sich nur mit dem Zurückbau beschäftigen. Ich habe gerade schon dreimal den Knopf gedrückt und schon wieder vergessen. Super, oder? Also, ihr seht, ich bin da voll auf Stand. G ist das, ne? Bauen wir schön die Truhen ab. Das ist sehr, 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 sehr langweilige Arbeit. Das kann ich jetzt schon bestätigen. Und wir werden natürlich gleich so ein bisschen auch an Probleme stoßen, wenn in den Regalen vor allem noch was drin ist. Ich glaube nämlich, die Kühltruhen sind alle leer. So, und hier ist der Vorteil, es gibt jetzt wohl auch 3er-Kühltruhen. Ich habe sie ja noch nicht gekauft. Das heißt, ich weiß natürlich noch nicht, was es wirklich gibt. Aber das wäre natürlich für das Eis und für die Pizza, wäre das natürlich mega. Weil dann können wir nämlich eine Truhe mit allen Produktgruppen machen. Oder beziehungsweise mit allen Produkten aus dieser Produktgruppe. So wird, glaube ich, ein Satz raus. Das ist natürlich schon geil, weil stell dir mal vor, du hast da so eine geile Eistruhe. Ja, Fussel, das ist jetzt auch nicht so schlau. G war der Richtige. Ja, stell euch das mal vor. Ist das mal oder ist das mal? Vielleicht ist die Idee, die ich hier auch gerade habe, nicht so schlau, weil
Wir können ja auch den Eingang verlegen. Das ist ja übrigens auch noch so ein Punkt, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ich habe halt auch ein bisschen wenig Platz. So. Dann sind aber schon mal die Truhen raus. Was wir jetzt mal machen können, ist noch ein bisschen was nachkaufen. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier unten hin und in die Verwaltung. Wachstum ist, glaube ich, der richtige und kaufen mal Abschnitt 8. Ah ja, ihr seht, das Ding dehnt sich nach hier hin aus. Okay, dann kaufen wir jetzt auch noch Abschnitt 9 und 10. Das muss dann erstmal reichen, oder? 9 und 10, weil ich kann mir natürlich nicht alle leisten. Aber das könnte mal ein richtig großer, schöner Laden werden. Das ist natürlich cool. Ja, ne? Kann man so machen. Alles klar. Bei den Farben, ich bin mir nicht sicher. Also ich könnte mir vorstellen, ne? Jetzt mal nur so ein Gedankenspiel. Farben können wir auch im Zweifel immer mal ändern. Die werden uns, glaube ich, nicht so pleite machen. Hoffe ich jedenfalls. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wir das so ein bisschen nach Warengruppen machen. Was aber auch wirklich sehr schwierig ist, weil wir haben, so was die Warengruppen angeht, ist das doch schon alles ein bisschen sehr durchmischt hier, ne? Aber man könnte zum Beispiel sagen, wenn hier die Putzmittel auf die Wand kommen, dann macht man die zum Beispiel frisches Blau oder so. Das weiß ich aber nicht, ob das geht, ob nur der gesamte Raum gestrichen wird oder ob ich einzelne Bereiche machen kann. Das werden wir jetzt rausfinden. Wir gehen mal hier rein und gehen mal in die Farben und können ja mal gucken, was haben wir denn? Ja. Das ist ja, was ist so eine Farbe? Normalerweise musst du ja irgendwas Ruhiges, Gedecktes nehmen, so ein Grau oder, weil das hier sind ja alles viel zu knallige Farben. Ne? So kannst du, jetzt mal ernsthaft, du kannst doch keinen Laden in so ein Nuttenrot machen hier, das geht doch nicht. Ne? Also die Farbe 1 ist schon mal ziemlich gut und der Rest ist aus meinem Gefühl viel zu drastisch. Ein Grau könntest du noch nehmen. Vielleicht das hier. Die sind eigentlich auch alle schon zu dunkel. Ich kaufe die mal. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das geht, was man da machen muss. So, ich habe die ja eigentlich, müsste ich die ja jetzt irgendwie haben, ne? Oder ist das jetzt so, dass ich die hier auswählen kann, dass ich dann sage, weiß ich nicht, ist die nach oben gegangen? Nein, irgendwo muss sie ja sein. Oder pro. Weil auch noch Menge, das wundert mich so ein bisschen. Weil dann lasse ich es gelb. Also wenn das alles Geld kostet, ne, dann mache ich das, wenn ich. Ach, hier ist die Farbe. Hier ist die Farbe. Ja. Und jetzt? Oh, da könnte ich aber 10 Stück von kaufen, wa? Wo ist. Aber auf der einen Seite ist das natürlich cool, weil man könnte jetzt wirklich mit Warengruppen arbeiten, ne? Könnte man machen. So ganz schlecht ist die Farbe auch nicht. Ist mal was anderes. Weiß ich nicht. Arbeiten wir mit Warengruppen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe da ja auch keine Ahnung von, weißt du? Ich habe ja in meinem Leben noch keinen Supermarkt geführt. Ist keine Farbe im Eimer. Ein Loch ist im Eimer. Karl-Henrik, Karl-Henrik. Okay, da müssen wir so ein paar davon kaufen. Das geht. Okay. Können wir auch machen, wenn, ne? Wenn, hinterher. Alles klar. Ja, wir können über Warengruppen nachdenken. Ihr könnt ja auch gerne eure Kommentare mal hinterlassen und sagen, wie ihr euch das vorstellt. Denn beim Boden dürfte es dann ja genauso sein, ne? Aber was nimmt man für einen Boden? Ich meine, so ein Holzboden, na, sieht nicht so geil aus, ne? Ich würde ja auch eher so Stein nehmen oder sowas hier. Aber das hier ist zu dunkel. Das ist, na, auch ein bisschen dunkel. Da kriegst du Augenkrebs von. Das kannst du nicht machen. Das sieht irgendwie auch kacke aus. Hier, die beiden kommen mir da irgendwie entgegen oder man macht sowas. Aber das erinnert mich auch irgendwie immer so an so alte Kaufhäuser oder so.
Ich kaufe mal ein. Wir gucken uns das mal an. Ihr könnt ja auch dazu eure Meinung äußern. Gar keine Frage. Ist ja alles machbar. Das sind so Bodenplatten. Oh, das ist aber auch Arbeit. Merkst du? So, das ist jetzt so eine Betonoptik, wa? Mehr ist das nicht, okay. Also es sind 10 Stück drin. Äußert euch gerne mal dazu, wie wir das denn so machen sollen. Ja, wenn ich einen anderen kaufen soll, wir können es ja im laufenden Betrieb auslegen. Das ist ja nicht das Problem, das muss ja nicht heute gemacht werden. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, den Eingang zu versetzen. Wollen wir das tun? Wo war das denn nochmal? Das war. Nee, das war woanders. Das ist ja auch relativ neu. Anpassung war das. Supermarktname, Eingangsposition. Genau, Eingang ändern. Also man kann einmal die Position des Eingangs ändern und man kann einmal den Eingang an sich ändern. Viel Auswahl ist nicht, okay. Und dann natürlich auch die Position. Darüber geht nicht, da geht hin und da ging hin. Und das ist jetzt natürlich auch die Frage, wie will man es machen? Ich habe keine Lösung dafür. Also, wir können natürlich den Eingang hier lassen, wobei vielleicht, wenn den hier rüber setzen, ne? Wobei, ehrlich gesagt, möchte ich den schon mittiger haben. Warum? Also ich will Wandfläche haben, ne? Um die Regale dahin zu stellen, weil hier kommen garantiert Regale hin und wenn dann hier der Eingang ist, ist das auch nicht so schlau. Also vielleicht setzen wir den hier rüber. Weil was will ich sonst hier hin machen? Eigentlich will ich auch die Gefriertruhen nicht mehr hier am Fenster haben. Dass man hier vielleicht so eine Ausgangsschleuse macht mit den Kassen, dass man die so mittig setzt und ringsherum ist eben Supermarkt. Ne? Ist halt so die Frage, wie man es machen könnte. Ich habe absolut keinen Ansatz. Na gut. So, dann können wir aber schon mal mit den Regalen beginnen. Und zwar. Die Fenster bleiben ja relativ frei. Ne? Das ist jetzt nämlich. Es gibt ja immer noch keine Schnappfunktion. Ne? Das ist ja auch nicht so geil. So. Meiner, kann das so bleiben? Ja, ne? Das macht doch nicht den schlechtesten Eindruck. Ja, das geht. Ja, das ist jetzt natürlich auch wirklich Arbeit. Für jemanden, der Mama und Papa erschlagen hat, ne? Schade, dass da wirklich, also da hätte er wirklich schon eine Snap-Funktion einbauen können, aber gut. Was wir aber jetzt natürlich schon mal testen könnten. Ich mache das hier so professionell, warte mal. Was ist denn, wenn wir hier in der Ecke so ein Regal reinbauen? Da können wir doch mal machen, wa? Komm, ich hole mal so ein Innenregal. Möbel. Und zwar ein Inneneckregal, das ist dieses hier. Und wir können die übrigens farblich bestimmen. Genau, das war die Frage, ob wir das auch farblich machen sollen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe da keine Lösung für. Was ist eine sinnvolle Regalfarbe für zum Beispiel alles, was mit Frühstück zu tun hat, wo ich sowas wie Müsli, Brot, Kaffee, Tee reinsetzen würde, ne? So. Und dann habe ich natürlich auch so eine Mischung ausgearbeitet, weil ich habe zum Beispiel am Ende 7 Zuckersorten. Was ist die Farbe für Zucker? Aber in dem Regal ist ja Platz für 8, also ist irgendwo auch Tee drin. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, so ein Farbkonzept irgendwo interessant.
Aber auf der anderen Seite, boah, nee. Nee. Also lassen wir es weg, komm. So, einmal dieses Innenregal, kenne ich ja auch noch nicht. Kaufen wir mal. Und sinnvollerweise richten wir natürlich alle Regale von der Ecke aus, ne? So. Ich weiß natürlich nicht, ob das. Nee, das sieht scheiße aus, Kameraden. Das ist Kacke. Weil, guck mal, das ist ja hier, da ist ja Riesenlücke. Hier geht. Aber da ist ja nicht. Also Eckregal ist nicht so einfach. So, was haben wir denn? Also, er sagt hier grundsätzlich geht. Geht, 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 geht. Da ist knapp dran, alles klar. Machen wir so, ne? Ja, ist spektakulär, ich weiß. Es ist mir natürlich durchaus bewusst, dass das jetzt hier mega spektakulär ist. Und ja, was willst du machen, wa? Passt der denn jetzt da gut rein? Und ihr seht das Problem, was wir kriegen werden. Ich glaube, dass das wieder mal auf dem Mühe da hinten nicht klappen wird. Vielleicht muss ich gleich nochmal an der Mausempfindlichkeit ein bisschen schrauben, weil dass ich einfach mehr Mausweg habe, um das zu verbinden. Ja. Jetzt eine Schnappfunktion, wa? Wäre das geil? Das kann doch nicht sein, ne? Jetzt mal ernsthaft, ist nicht gut. Er hat gerade noch. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Schweiß. So. Ja, ich meine, es wäre ja auch reichlich blöd, ne? Wenn das nicht klappen würde. So, jetzt nehmen wir uns mal einen hier. Komm mal her. Weil die Idee mit den Dingern da so mittig, das fand ich gar nicht so schlecht. So, was habe ich denn? 9 Kühlschränke brauche ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich brauche gar nicht so viel mehr Kühlschränke. Weil so viele Kühlprodukte kommen da anscheinend gar nicht mehr zu. Nein, einfach ablegen. Geh. So. C und dann G. So. Ich meine, die Kühlschränke sind ja nicht schlecht. Also, ne? Da gibt es auch, glaube ich, nichts Größeres, ne? Ich gucke nochmal nach. Ich habe ja auch nicht alle Warenbestände im Kopf. Möbel. Also, es gibt das Einer, es gibt den Zweier, es gibt den Mini, es gibt den Gerundeten, es gibt den großen Gerundeten. Ja, also, ich habe alles irgendwie in 9 Kühlschränke unterbringen können. Da muss ich aber dazu sagen, dass so Sachen wie Joghurt, ne, es gibt 3 Joghurte insgesamt, dass ich gesagt habe, Joghurt nur einfach, während alles andere immer 2 Fächer kriegt. Schinken, Prosciutto, Lachs, auch nur ein, Butter nur ein. Deswegen klappt das. Was wir natürlich machen können, wir könnten mal so einen kleinen Kühlschrank nehmen oder sowas,
noch irgendwo hinstellen, so als Aktionsware oder sowas. Ne, so showtechnisch, dass man da mal irgendwas reinlegt, verbilligt oder so. Ich habe keine Ahnung, aber an sich nicht so schlau, das zu tun, wie ich finde. So, dann kaufen wir mal den Kühlschrank. Wird ja immer prompt geliefert, das ist gut.